Grotesk. Das ist alles, was Viktor von Falk einfällt, als er seine Auftraggeberin zum ersten Mal sieht. Die mechanische Frau, wie sie wegen ihrer Prothesen im Viertel genannt wird, macht ein gutes Geschäft. Es gibt doch haufenweise Typen, die noch immer für technisches Spielzeug schwärmen. Und bei ihr können sie schließlich beide Hobbys kombinieren, ficken und basteln. Viel hatte sie dem Detektiv nicht über ihren Verlobten verraten, nur dass er hier in St. Georg einen Job zu erledigen hatte, über den sie nichts wisse. Was? Vor 3 Jahren? Ist das schon wieder so lange her?